So, liebe Leute, weiter geht's heute mit unserer FIFA-Karriere und dem Spiel gegen den SV Sandhausen. Das ist unser nächster Gegner, also erster gegen den zweiten. Mit dem Sieg sind wir natürlich jetzt wieder einen ordentlichen Schub weg, das bleibt auch dabei. Ja, gucken, wie wir es heute machen. Erstmal geht's wieder ein bisschen ins Training. Es steht heute der 15. Spieltag an. Hier in unserer Liga 3-Karriere. Dann schauen wir mal. Ja, letztes Spiel lief ja ganz gut. Da haben wir gegen Unterhaching 7:0 gewonnen. Mal gucken, was es heute weitergeht mit dem Spiel gegen Unterhaching, gegen Sandhausen. Und ich denke, ich werde noch versuchen, nochmal in der Verteidigung ein bisschen nachzubessern, noch den einen oder anderen abzugeben. Und versuchen, dass wir vielleicht nochmal einen guten Verteidiger erholen. Also ich kriege die Verteidigung momentan einfach nicht zu. Ich kriege einfach viel zu viele Gegentore. Meistens 1 bis 2 pro Spiel. Und das kriegst du auf Dauer einfach nicht gebacken. So, wenn ich jetzt irgendwann mal das mit dem Training durch ist. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, jetzt geht's schon gleich weiter. Ja, wir sind jetzt im Training drin. Genau. So, viel haben wir jetzt nicht mehr. Ein Ruhetag, genau. Ja, und da meckert schon der Erste wieder und sagt, ich möchte gerne jetzt spielen. Na, das machst du, aber... Du wirst auf jeden Fall heute eingewechselt, das ist klar. So, gehen wir rein ins erste Spiel. Oder ins Spiel, so rum ist es richtig. Ich denke, groß ändern brauche ich da nichts. Und dann geht's gleich rein ins Topspiel aus Liga 3. Jo. Erster gegen Zweiter. Also Zweiter gegen Erster. Für Sandhausen wäre es natürlich sehr wichtig, hier zu triumphieren, weil dann wären es nur noch 2 Pünktchen. Aber wir wollen natürlich den Vorsprung wieder ausbauen. Aber gucken wir mal, wie es läuft. So, da kommen die Mannschaften aufs Feld. Und dann geht es in wenigen Minuten los oder wenigen Sekunden los. Da ist unser Top-Torjäger Felix Platte. Ich glaube, der hat auch schon jetzt irgendwie 16 Tore, 17 Tore, irgendwie sowas. Mal gucken, wie viel heute noch dazukommen. Auf unserem Weg Richtung Aufstieg. Wir haben jetzt 14 Spieltage durch. Und ja. Das sind die Aufstellungen. Gucken, relativ bekannt ist der S-Wein, ehemaliger Berliner. Okay, geht los. Auf geht's. Spieltag Nummer 15. Der jetzt für uns ansteht. Ja, gut, Gold. Ja, Platt. Platte 1-0. Sehr schön. Damit geht es schon mal gut los. 16 Minute, das ist früh 1-0. Schön rausgespielt.
So. Da geht's gleich gut los für uns. Und es ist Tor Nummer. Also 6 Minute 17, ja. Haben wir es doch 16 erst. Tor Schalke 04. Die Nummer 9. Felix Platte. Ich frage, wisst ihr was? Ich stelle den Kommentator mal ein, damit ich. Also nicht auf laut, sondern auf relativ leise, nur dass ich ein bisschen was habe im Hintergrund. Spielchen. Ach, leck so. Nee, so was nicht gemeint. Ich habe, wie gesagt, hier nichts geändert. So. Kann ich das nicht einstellen? Da bin ich jetzt einfach gerade. Ich glaube, den kannst du gerade gar nicht. Doch, hier, klar. Dann nehmen wir den mal mit rein. Daniel Keita-Ruhl. So, ein bisschen haben wir jetzt als Kommentatoren noch mit drin. Das ist immer gut, dass man ein bisschen die Atmosphäre mal mit reinkriegt. Ja, das hätte was werden können. Busel ab. Guter Ball nach draußen. Kolasinac. Kommt jetzt die Flanke. Ah, schade, komm ich Ach, hinterher. klasse geklärt. Gut geklärt da unten, Dennis ja. Linsmeier. Sehr schön gemacht. Hashimiro. Da ist die Balleroberung. Jetzt hat er vielleicht mal ein bisschen Platz. Aktion vom Keeper. Gerade die beiden. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie jetzt zu sehen. Ja, sie können erst mal klären. So, ne. Gibt die nächste Ecke da, ja? Jetzt kommt die Ecke. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. So. Ecke kommt. Da können sie Ah, klären. Kommt nicht hin. Ab nach außen wieder. Flanke bleibt hängen. Na, Flanke. Schöner Kommt nicht Einsatz. durch. Wichtig, dass sie da klären. Gute Aktion, da ist die Flanke. Oh, schön gespielt, aber schön in den Rückraum da gelegt und dann kann jetzt schon mal den nicht verwenden. Nichts anbrennen. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal. Und plötzlich weg. Ist dann der S-Wein mal eben kurz durch. Da ist Platz auf dem Flügel. Super dazwischen gegangen. Kobylanski. Wird's jetzt gefährlich? Jawohl, schön gemacht, Mama. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Guter Nächste Einsatz, Ecke. Wieder weg. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Nächste Ecke, Und ja. Jetzt die Gelegenheit, nochmal auf diesen Treffer zu gucken. Kurze Unterbrechung, ja. Zum Seiten aus. Oh, das war ein bisschen glücklich, aber er passt dann durch. Und wieder ist diese linke Seite offen. Besalini. Flanke jetzt. Abwehrversuch scheitert. Oh. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. S-Wein. Chance lebt noch. Man kriegt den Ball nicht weg. Jetzt hat man ein bisschen weg. Jetzt hat man ein bisschen Ruhe angebaut. Ah, die Fans wollten gerade den Elfmeter prüfen. Das hört man deutlich. Ja, die Fans auch mal gerade. Oh, den Elfer, den hätten wir gerne gehabt, aber. Jetzt denn. Ist gefährlich. Hat der Schiedsrichter nicht gepfiffen. Ist abseits. Und Mamba verzieht aber auch abseits. Damit hätte das Ding eh nicht gezählt. Ui, da haben sie Glück gehabt. Das wäre eine gute Chance gewesen. Abseits. Knapp, aber ja. Knapp, aber ja. Schade. Momentan Dennis kriegen wir. Linsmeier.
kurz vor der Pause auch, wie ist denn wirklich die Ruhe rein in dieses Spiel? Latte. Krüger. Wartet den Moment. Klasse Flanke. Da geht er weiter. Kriegst gerade echt nicht mal irgendwie was aufs Tor. Aber wir haben ein Tor jetzt gemacht, 5. Minute, klar, oder 6. Minute, wie auch immer. Und damit passt es in der Pause. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Eine spannende Partie, wie ich finde, Puschi. Ihr habt ja schon das Gefühl, dass jedes Tor entscheidend sein könnte. Ja. Ja, ein Spiel mit wenig Toren, da musst du natürlich höllisch aufpassen. Der klitzekleinste Fehler kann die Niederlage besiegeln. Richtig, und das ist genau das, was wir jetzt hoffen. So, mal kurz in die Zwischenstände der anderen Spiele. Hachingse Halle 0-0. Viktoria gegen Uerdingen ebenfalls 0-0. St. Pauli gegen Rostock zurück 0-1. Waldhof Duisburg 1-0. Wien Wiesbaden gegen Lübeck 0-0. Und Meppen gegen Ferl 1-1. Also viel Unentschieden mit dabei. Aber das ist egal. Hauptsache wir führen unser Spiel. Und das nimmt uns keiner. Momentan sind wir 8 Punkte vor dem Zweitplatzierten. Und ich möchte gerne mit der Wucht, möchte mir gerne einfach den Aufstieg irgendwie hinkriegen. Ah, schade, kein Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Kommt nicht durch mit dem Ball. Und dann kann haben wir das gut gemacht, diese Nachsitze. Guter Pass. Die Gelegenheit. Ach Mann. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Hätte ich vielleicht selber geben müssen. Frei. Besalini. Jetzt ist Platz für den Konter. Und wieder kriegen die nicht. Kriegen das jetzt nicht zu. Schöner Steilpass. Da müssen sie aufpassen. Breite Flanke, nicht ungefährlich. Und gute Kraut, gut rausgespielt von Sandhausen, aber nicht. Leider gefehlt. Keine Chance, den Ball zu kriegen. Und damit steht es auf einmal weiterhin 0-0, noch 1-0, aber. Latte. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt hat er mal ein bisschen durch. Immer noch gefährlich. Und da steht 2-0. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. 0-2. Kowalanski. Das Tor aus kurzer Distanz hier. Kann man noch mal auf. Macht das Ding. Yes. Ja. Ruhe und Technik. Das sind die beiden Schlagwörter. So. Gut, passt. 2-0 steht 2-0. Hier. Sie machen einen guten Eindruck. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Dennis Linsmeier. Ah, das. Wir kommen momentan auch nicht in den Ball, nicht in die Möglichkeit, irgendwie den Ball zu kriegen. Dennis Linsmeier. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Schön geholt. Ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Und wieder Kowalanski, der ist sehr, sehr schnell und agiert da hinten außen. Jetzt vielleicht. Wichtig, dass er sich. Glück gehabt. Für Sandhausen natürlich, nicht für uns, sondern wir vergeben wieder eine gute Situation. Ludewig, jetzt mal über die Außen. Für die Flanke. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Kommt da hin. Jetzt vielleicht. Nein. Keine Gefahr. So, kurze Doppelwechsel ziehen. 69. Minute. Und das war auch die letzte Situation jetzt für den Platte. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Also beide Torschützen jetzt raus und zwei neue mit dabei rein. Jetzt kommt die Ecke. Ach, schade. Ein guter Kopfball, klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut, sind dicht daneben dran, den Konter kaum besser machen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da kann er sich den Ball holen. Super, Gambula, der hat zwei Mann vorbeigehen mit dieser Situation. Gefährlich jetzt.
Jetzt macht das. Irgendwie tragen sie es dann doch ein. 0-3, 73. Feierabend. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, auf der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Jo, und dann dürfte eigentlich hier auch alles entschieden sein. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Die Nummer 19. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. So. Schalke mit dem Einwurf. Nicht mehr dabei. Gleich wird hier ausgewechselt. Mal und frei. Neu im Spiel. Die Nummer 2. Vorne der Ball gewinnt. Emanuel Tafazzo. Jetzt hat er vielleicht ein bisschen Glück. Immer wieder springen die Bälle weg. Drängen ist keine gute Aktion. Guter Einsatz. Das war wichtig. Au, oh, dann holt sich Diana den Ball gegen Ludwig und das Ding geht durch. Gut abgeblockt. So, aber der holt sich den. Ja. Alles gut, alles gut. Alles ist in Ordnung. Es ist nichts passiert. Zack, vorbei am ersten. Oh, viel Platz jetzt. Die Chance lebt noch. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsstart. Ja, gut gerettet, aber da. Vielleicht die Konterchance. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Flanke bleibt hängen. Lukas und der macht den Fehlerentscheidung. 1-3 nur noch. 1 und 87. Auch Minute. Treffen, und wieder ein Gegentor. Das wird natürlich nicht reichen. Entsprechend auch wenig Freude bei den Spielern. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann ist es einfach nur noch ganz viel Gefühl. Ja, es ist vor allen Dingen auch viel Gefühl. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, die Fans freuen sich über diesen kosmetischen Eingriff ins ja, Ergebnis. Immerhin. Ja, Mamba. Ist auch schon so etwas wie er setzt sich durch. Mamba. Jetzt könnte es was werden. Da kommt der Versuch. Und ja, so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Wichtig ist, dass wir das Topspiel gewonnen haben und zwar dann mit 3-1 und das ist der Entscheid. Von Ihnen, da haben Sie offensiv gezeigt, was Sie drauf haben. Da haben Sie mit Ihrer Offensivpower die sonst so sichere Defensive des Gegners regelrecht zerlegt. So nimmt Sie die 3 Punkte damit nach Hause. So. Kann er was draus machen? Und dann ist hier Feierabend und wir triumphieren hier mit dem 3-1 in Sandhausen. So, das sind die Endstände. Die letzte Stände habe ich euch vorgelesen. Für die Endstände müsst ihr kurz das Video einfach anhalten. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. So. Hoffentlich noch eine ganze Weile, weil wir sind momentan echt gut dabei. Wir führen momentan einen deutlichen Vorsprung. So. Genau, Zielstrebigkeit, ja, mehr oder weniger. Was man auch immer so sagen. Also schlecht waren die Gegner eigentlich nicht. Danke für diese kurzen Aussagen. So. Gut.
hat er uns nochmal gelobt für sein, dass er spielen darf. So. So, dann geht's jetzt weiter mit dem nächsten Spiel. Also nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Dann, ich weiß noch nicht, wie der nächste Gegner ist. Aber wir sind momentan gut dabei. Wir haben 8 Punkte Vorsprung jetzt. 12 momentan auf dem Nicht-Aufstiegsplatz. 10 auf dem Relegationsplatz. Momentan den FC Hansa momentan belegt mit dem Sieg in St. Pauli. Ja, das ist ganz okay so momentan. Ich denke, Herbstmeister sind wir. Ja, was sind wir noch nicht? Könnten wir in der nächsten Folge werden? Ja. Doch, nach dem nächsten, mit dem nächsten Sieg. Und da heißt der Gegner dann Meppen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann geht's zum nächsten Spiel weiter.